Alright, let's go. Saba versucht den Football jetzt zu fangen. First try. Let's get it, boy. My life be like. Yeah. My life be like. Previously on Julians Vlog. Meinst du ernst, du bist schneller als ich? For real, ich glaube, ich bin schneller als du. Ja, das kannst du ja glauben. Ja, ich weiß, dass ich schneller bin als du. I bet! Wir machen einfach ein Race. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Wir sind ready. Das lang erwartete Rennen steht jetzt an. Amro macht den Schiedsrichter. Du gehst einfach nach da hinten. Wir laufen bis da hinten sind so Linien. Amro zeigt euch das gleich. Let's go, boy! Let's go! Let's go, boy! Let's go! Hey! Let's go! Let's go, boy. Alles gut zum Geburtstag, ja? Danke. Bro, ich hab die Ansage gemacht. Du wirst die Wechselstreife bekommen. Und es ist ganz klar gewesen, dass du die bekommst. Ganz klar, nächstes Mal machen wir 100 Meter, ne? 6 months later. Hey Leute, wir sind hier gerade in meinem Zimmer, gucken gerade das Race und Sapo muss jetzt die Bestrafung machen. Was war nochmal die Bestrafung, Sapo? Was war die Bestrafung nochmal? Alles Gute zum Geburtstag. 3 Wachsstreifen. Ich geh die mal ganz kurz holen. Kaltwachsstreifen. Zeig mal wo. Kaltwachsstreifen. Ja. Was meinst du? Zur Enthaarung von Beinen und Armen empfohlen. Nicht zur Enthaarung von Kopf, Achseln, Brust, Bikinizonen und Genital-Analbereich. Wie? Weiß nicht so. Soll ich das nicht abmachen? Hell na, ich mach das ab. Natürlich mach ich das ab. Jetzt muss ich das 30 Sekunden lang reiben. Ja, und wenn das nicht sauber abgeht, ne, kannst du knicken, ne? Nochmal reiben. Wir haben nicht gesagt, wie schnell wir die abziehen, ne? Alter, weg, dass du aber auch so viele Haare an deinen Beinen hast, ne? Auf jeden Fall. Okay, Sapo, wie fühlst du dich? Bist du ready? Ich bin super, ja. Okay, dann zeigen wir mal ganz kurz dein Bein. Korrekt. Okay. Alter. Was steht da jetzt? Einfach abziehen? Ja, egal, scheiß auf, wir ziehen einfach mal ab. Learning by doing ist das hier. Ich kann nicht. In die Haarwuchsrichtung, wir machen gegen den Strich, ne? Alter, eine blöde Fresse, Alter. Du ziehst das von oben nach unten ab. Wir rasieren gegen den Strich. Ja, chill her, Alter. Hat das weh da? Nee. Echt nicht? Nee. Ja, warum tut das denn nicht weh? Alter, Karma. Das ist so ein Scheiß, ne? Wir können auch einfach mal zur Probe bei dir drauf machen. Ne? Mal gucken, ob es weh tut. Weißt du? Nicht? Bist du nee. Nicht? Ich weiß nicht, ob man den auch benutzen kann. Was? Glaubst du, den kann man auch benutzen? It was at this moment that he knew. He fucked up. Nein! Ich glaub schon. Du bist ein Mixer, ne? Welchen Bein willst du? Du hast aber auch legit keine Haare, das ist das Problem. Ja. So, bist du ready? Du. Bitte einfach langsam, Alter, du bist doch ein Mixer. Das ist einfach nur. Das ist doch. Weißt du, was ich meine? Du bist so schlecht, Alter. Ich dachte, das genau tut mehr weh, wenn du... Das nicht langsam, ja, deswegen Alter. Dachte ich so, das tut halt noch mehr weh, wenn man das langsam macht. So ein Keck, Alter. Ja, Digga! Was ist mit dir? Wie krieg ich das denn jetzt ab, Alter? Du bist so ein... Das ist eigentlich zu viel Spaß, Alter. Eigentlich zu viel Spaß. Ey, das ist deine neue Droge, ne? Ich seh das. Von dem... Du meinst so schlecht. Ich hätte diese Leute, die so fragen, aber halt trotzdem einfach. Dann hast du so einen kleinen V-Cut. Das Ding ist. Junge, wenn du das nicht vernünftig abziehst, ne? Komm, ich mach richtig. Halt, muss man in. Wir haben grad. Ich hab kurz Krampf bekommen. Jetzt übernehme ich.
Wir haben noch einen. Das ist richtig. Das hat er mir draufgeklebt, ohne dass ich das wollte. Wir haben es auf Band. Er hat okay gesagt. Nein, habe ich nicht. Also ich habe deine Zustimmung. Okay. Ich habe keinen Bock, Alter. Du hast keinen Bock? Wie war das nochmal? Wie machen wir das nochmal? Nein. Von da glaube ich. Oder? Hier. Von da. Mach nochmal. Oh, ich glaube, da muss ich nochmal ran. Lass mich das doch machen. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Der Trash-Ass Sapo hat sich einfach vor seiner Bestrafung gedrückt. Ich meine, das Rennen haben wir schon vor 6 Monaten aufgenommen. Und er wollte einfach noch nicht die Waxing Stripes bekommen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ja, Sapo, hast du noch was zu sagen? Seit dem Rennen redest du irgendwie nicht mehr so. Irgendwie, du hattest den Mund irgendwie zu voll, oder? Hab ich das Gefühl, oder? Macht's gut. I ain't finna fall down. Fourth quarter shorty, I'ma ball out. Don't go to work, baby, call out. Ain't no way, no stall now. I'm finna...